Hey, es kommt schon wieder ein Duell, wo der Junge auf die Frau steht. Obwohl der Junge mal wieder verlieren wird, das ist Hoff, ja auch ja, ganz Joey klar. verliert hier eh die ganze Zeit. Hoffen wir mal, dass nach dem Deck-Update sein Deck ein bisschen besser ist. Wir schauen mal. Das Blatt ist doch schon mal vielversprechend. Naja, du Hallo, kannst ja immer noch wünschen. willkommen zurück zu den Anime-Duellen. Wir spielen gegen Wiebke, ich bin Joey und sie ist Mai. Aber gegen den Axträuber hast du keine Chance. Da bin ich sehr sicher. Ah, natürlich jetzt Eig die eigentlich schon. fucking Cyber Und ab hier. weil ich nicht möchte, dass da irgendwas liegt. Nein! Das war ein großer Fehler, dass du das gemacht hast, denn so hast du dir sehr viel Spaß vor diesem Duell genommen. Die Roulette-Spinne ist leider weg. Es tut mir leid. Die hättest du gerne in Aktion gesehen. Das ist tatsächlich wahr. Ich mag die Roulette-Spinne. Sie ist toll. Ja, jetzt ist sie weg, wegen dir. Tut mir leid, aber dafür sind da jetzt kleine niedliche Sündenböcke auf deinem Feld. Ja, aber die helfen mir nicht wirklich so anzugreifen. Ach, oh, Mann. Ich habe hier so einen Crap. Geil, Mann. Das ist. Ach, Joey. Warum sind deine Schlüsselkarten zum Fusionieren so kacke? Und warum hat Mike so viele Beatsticks? Ist halt so. Oh. Ey, ich bin der Schwertkämpfer von Lannister. Oh, ich weiß nicht, welchen kleinen Sündenbock ich zuerst töten soll. Den gelben, den mag ich nicht. Der hat den Aber ich blauen will. geboxt vorhin. Ja, okay, dann nehme ich den gelben. Ja, report den gelben. Ja, was mache ich denn jetzt gegen diese beiden? Oh, das ist eine Joey-Kombo. Pantherkrieger! Pantherkrieger! Das ist der Pantherkrieger. Stirb blau! Jetzt darf ich angreifen. Nice! Und da du keine Amazonenkarte hast, darfst du auch deine ganzen Amazonen-Schweinkarten nicht aktivieren. Stirb blau? Ja, weil ich ja den blauen Sündenbock geopfert habe. Achso, ich wollte sagen, hä, was willst du von Da, mir? damit er angreifen kann. Ich muss ja immer ein Monster tributieren. Ja. Ich weiß, dass du nicht Gary bist. Ja, ich war jetzt wirklich ein bisschen verwirrt gerade. Stirb, blau! Ja, mach ihn Sinn. Na, ich gehe lieber in die Defense. Wobei, dann ist sie auch weg. Ach, egal. Das Schlecht ist da. überlegt. Das war eine doofe Überlegung. Ich hätte einen deiner Sünden. Obwohl, na. Oder das ist Ah! jetzt eine So viele Falle. Möglichkeiten! Es kann auch sein, Ah! dass das eine Falle ist. Babydrache! Hallo. Hallo, ich bin der Babydrache. Er darf mal was tun. Und jetzt stirb, rosa Sündenbock. Oh, der Angriff kommt durch! Oh mein Gott! Ja, tatsächlich tut er das. Da ist eine Katze vor der Zimmertür. Hallo Katze. Soll ich sie reinlassen? Lass die Katze rein. Komm rein, Katze. Katze ist drin. Amazonische Kämpferin. Keine Chance gegen meinen Krieger. Okay, jetzt hat sie eine Chance. Ja, schon hat sie eigentlich. Gut, du hättest sie auch einfach auf dem Feld lassen können und deine Feinkarten regeln lassen, aber so geht's auch. Ja. Ja, dich hebe ich mir auf. Aber was mache ich denn jetzt gegen diese Kämpfe? Okay, ist das ein Zeichen? Was denn, Kater? Jetzt läuft der hier rum und miaut. Ja, die Katze möchte gestreichelt werden. Ich habe ihn kurz gestreichelt. Du willst also was an meine Augen. Du willst also Augenschatten aktivieren, ja? Sehe ich das richtig? Ja, willst du. Okay. Ja. Gut, dann geht der andere halt in Verteidigung. Ja. Ich möchte bitte sehen, was du da tust. Okay. Ich streiche gerade mit einer Hand die Katze, die hier rumläuft. Sehr niedlich. Nicht wahr, Miska? Ja, ist ein ganz Wieder eine alter. meiner Lieblingskarten. Die Schwertkämpferin. Miska, bist du auf den Schuss? Dann komm her. Komm her. So. Jetzt leg ich da richtig hin. Ja. Okay, ich hatte den Kater lange bei der Aufnahme nicht mehr auf dem Schoß. Ja, aber das muss auch mal Das sein. stimmt, das muss auch mal sein. Ich war sogar. Ja, wir sind gut. Okay, ich hoffe. So, was machen wir denn jetzt? Das ist cool. Ist die Frage, ob das machen wir. Ich aktiviere Zeit, also spiele Zeitzauberer. Okay, Hallo, Zeitzauberer. Zeitzauberer. Ich will jetzt Glück haben, Zeitzauberer, okay? Er kann aber nur zaubern, kein Glück Er zaubert das erschaffen. Glück. Ich wähle Zai. Fuck. Okay, versuchen wir es nochmal.
Holst du ihn jetzt echt wieder? Ja, ich muss dir. Was bleibt mir anderes übrig? Ja, gut. Los, Zeitzauber! Da will ich doch mal zahlen. Los, Zeitzauber? Zeitzauberer. Ja, aber im Anime hat immer, wenn der Zeitzauberer seinen Effekt gemacht hat, hat er gesagt: Zeitzauber! Ja. Gut, okay, das Glück ist gegen mich. Ach, bist du jetzt mein Zeitzauberer? Nein. Schau, das hättest du gehabt. Das hättest du gehabt. Überlebe ich das? Ja, überlebe ich. Ja, gut. Es könnte ein bisschen schmerzhaft sein. Nein, ah! Und nochmal ein Boxhieb ins Au. ich habe noch eine Chance. Eine letzte. Was ist deine Handkarte? Die Roulette-Spinne? Nein, es ist ein weiterer Zeitzauber. Nein! Aktiviere den Effekt! Und dieses Mal will ich Kopf. Natürlich kommt jetzt Zahl! Oh, es ist scheiße! Okay, aber ich habe noch diese Fallkarte. Jetzt kommt der Harpy und Flederwisch und da ist es vorbei. Natürlich, es ist der Harpy und Flederwisch. Die Elfenbox hätte mich vielleicht noch ein paar Runden geschützt. Tja, wer durfte dich jetzt töten? So viel Pech kann man doch nicht haben. Komm, Harpy, mach's kurz und schmerzlos. Nein! Ah, schmerzlos war das aber nicht. Okay, versuchen wir es nochmal, Joey. Ja, Joey, ich gebe dir hier die Chance. Ich gebe dir ein neues, cooles Deck mit ein paar besseren Karten und du, machst sowas draus. Okay. Also versuchen wir es hier nochmal mit dem Axträuber. Der Start eben sah ja ganz schön aus. Okay, muskulöser Typ. Mit Axt. Ja. Eine verdeckte. Noch eine verdeckte. Und kein Monster. Ja? Ah, die ist zu schwach. Tschüss. Yes. Diese 200 Punkte musstest du mir jetzt noch abknüpfen, ne? Ja, musste ich. Ja, ich denke, ich werde es an dich nehmen, ja. Ja, dann spiele ich den Raketenkrieger. Hallo, Raketenkrieger. Und greife damit an. Jetzt kommt irgendeine Fallenkarte. Jetzt rieche ich es doch schon. Oh. Das ist nicht schlimm, er kann nicht zerstört werden. Und dein Monster verliert noch 500 ATK, witzig. und warum? Hä? Hätte dein Monster da nicht zerstört werden müssen? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich habe erst 500 ATK verloren, aber dein Monster hat auch 500 verloren. Also, eigentlich haben sie sich da beide doch mit 1000 angegriffen. Keine Ahnung. Hä? Ach, After Damage Calculation verliert dein Monster 500. Das heißt, ich habe dich angegriffen und weil ich ja keinen Schaden nehme mit ihm. Ja, gut. Klar, deine ATK-Verringerung hält natürlich für immer. Das ist fair, meine nicht. Alter, diese scheiß amazonischen Bogenschützen. Was hast du denn gegen meine amazonischen Bogenschützen? Das ist einfach das fallenlastigste Deck ever. Also ich mag die gerne. Ja, Elfbox. Fairybox. Ja, aber was, die Feenbox auf Deutsch? Feenbox oder Elfenbox? Fairy ist ja eigentlich Feen, aber ich weiß es nicht. Ja, genau. Aber im Anime ist es Elf. Nicht im Anime. Im Anime. Bei Wenn Elfen helfen, ist Fairy Elfen. Ich greife jetzt einfach trotzdem an. Okay. Wenn man schon gegen Joey spielt, muss man auch die Joey-Karten mal ihren Weg tun lassen. Ja, die Joey-Karten. Die Joey-Karten, die alle auf Glück basieren und bei mir nicht funktionieren. Ja, komm, hier. Oh, jetzt noch ein bisschen Verteidigung, so. Yay. Yay. Ja, ich bezahle 500 Lebenspunkte. Ja, dann würde ich sagen, verdeckt. Nein, möchte ich nicht.
Leck mich doch mit deinem scheiß Augenschatten. Mein Schwertkämpfer von letztern ist müde, der will schlafen. Darf er aber nicht. Aber guck ihn dir doch an. Der schläft ja schon fast ein beim Stehen. Oh. Ah, eine Kettenmeisterin. Ah, oh, dieser Kater hier auf meinem Schoß ist so weich. Okay, komm her und wirf eine Münze. Kopf! Fuck! es ist doch ein Witz. Ist fünfmal hintereinander oder so einfach nicht richtig Feuer gesagt. Kannst du es eigentlich öfter machen oder nur einmal im Zug? Ich glaube immer, wenn du angreifst. Dann greife ich nochmal deinen blauen Sündenbock an. Kopf! Yay! Ha, es passiert gar nichts. Okay, ich hab die aber nur zweimal reingetan, weil dreimal zu nervig wäre. Ja. Ja, mach ich. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich das hier falsch... Ja gut, machen wir das hier. Und holen uns... Ja... Das mein Auge juckt, war das ja. System. Mein Auge juckt. Ja. Das ist nicht so schön. Nee. Ich nehm den hier. Yay! Sie stirbt! Wupp, wupp! Sie ist tot! Ich hätte auch den Axträuber nehmen können, aber der hier ist halt immun, durch Kampf zerstört zu werden. Und wenn du wieder irgendeine Karte hast, die meine ATK senkt, wäre der die bessere Wahl gewesen. Okay. Ich muss jetzt nur ein bisschen Glück mit der Feenbox haben. Und dann kannst du meinen Raketenkrieger nicht mehr zerstören. Komm schon, Kopf! Will ich nicht mal zerstören. Was? Das ist doch nicht wahr! Scheinbar schon, komm, blauer Token. Klar, da funktioniert's natürlich. Ja klar, die Tokens darfst du beschützen. Ich will aber lieber meinen Raketenkrieger beschützen. Ah, ja. So, hier, Nachäffer. Ich F den danach. Stirb, Kettenmeisterin. Aktivierst du den Effekt? Nein. Okay, willst du nicht meinen Zeitzauberer haben? Nein. Schade, der hätte alle meine Monster zerstört. Oder alle deine. Die bringt dir nichts. Aber ich kann theoretisch in deine Copycat laufen. Das könntest du tun, aber du könntest dabei auch drauf gehen. Aber bei meinem Pech würdest du es wahrscheinlich nicht tun. Wenn du hier auf Risiko spielst, dann spiele ich mit. Ich spiele nicht auf Risiko, ich spiele nur mit dem, was ich habe. Entschuldigung. Ja, endlich. Wieso, das Glück war auf deiner Seite. Ja, endlich mal. Es wird auch Zeit. Na, willst du nochmal versuchen? Ja, nein, will ich nicht. Das ist es mir nicht wert. Also, einen Bock hättest du angreifen können. Ja, lieber nicht. Wieso, da wäre ja nichts passiert. Ich weiß, aber trotzdem. Okay, greif an. Yes, das Board ist frei. Okay. Oh, jetzt nerven mich diese Böcke irgendwie ein bisschen, weil ich andere Monster spielen will. Gut. Eine verdeckte Karte. Eine verdeckte Karte. Ah, was wird es sein? Ah, ich will die Box eigentlich behalten, ne? Ah, ich darf die auch nicht zu lange behalten, ist das Problem. Ja, behalte sie ruhig noch ein paar Runden. Die macht halt irgendwann auch mich tot. Ein bisschen. Ah, noch muss ich sie behalten, weil sonst habe ich ja gar keine Chance, dich zu töten. Und irgendwann hast du keine Monster mehr. Irgendwann. Vielleicht. Gerade sind mir deine Monster ein bisschen zu... Also dein Monster ein bisschen zu stark. Aber hat er nur 1800. Aber ich kann ihn nicht beschwören. Ah, das ist so schade. Ich würde ihn so gerne beschwören. Ja gut, die Karte, das bringt mir gar nichts. Oh, ich habe coole Monster auf der Hand. Ich kann keins davon beschwören wegen den ganzen Sündenböcken hier. Das ist sehr ärgerlich. Na, willst du ja eins davon nehmen? Nein, will ich nicht. Aber ich sag doch die ganze Zeit, ich habe so coole Monster. Du verlierst nur 1500 Lebenspunkte. Nein. Nein, nein, nein. Na gut. Dann nicht. Dann wird mein Copycat halt weitermachen. Ein paar Runden kann ich die Elfbox noch am Leben halten. Oh, du wirst ihn loswerden. Oh, scheiße. Der ist nicht gut.
Ja, die haben leider zu viele Angriffspunkte. Ja, aber du kannst ja immer noch Glück haben. Ich kann Glück haben, aber ich muss nicht. Theoretisch hättest du auch mit den Harpien aber jetzt die ganze Zeit auf dem Feld bleiben können und dann hätte ich meine Elfenbox zerstören müssen, weil ich sonst gestorben wäre. Ja, gut, aber das wäre mir zu langweilig gewesen. Yes! Manchmal ist Sicherheit doch das Beste. Das war bestimmt das Motto von irgendeiner Kondomfirma. Das ist gut möglich. Oh, danke, der Sündenbock ist weg. Ich kann wieder Monster beschwören. Das ist schön, das ist nett, dass du den zerstört hast. Bisschen was wollte ich wenigstens tun. Und die Elfenbox nervt ganz schön tatsächlich. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn sie dreimal drin wäre, wäre es wirklich ein bisschen zu nervig. Ja. Ich habe ja auch magischer Zylinder, ist in dem Format ja auch nur auf 2. Weil das sonst echt ein bisschen Abfuck wäre. Wobei magischer Zylinder finde ich ja richtig cool. Ist ja auch eine coole Karte. Aber in dem Format hier damals ist sie ein bisschen zu stark. Ja, stimmt. Genau wie alle Spiegelkräfte hier auf 1 sind, solche Sachen. Ha, tatsächlich hast du ein freies Feld. Dann wird das vielleicht die Runde, die Joey gewinnt. Ja, du könntest es schaffen tatsächlich. Raketenkrieger! Ja, du schaffst es, ich kann nichts tun. Nice, das heißt es steht 1-1. Hm. Nur wegen der Elfenbox. Richtig. Da habe ich nämlich noch eine zweite reingetan. Okay, ja. Dann geht's jetzt in die dritte Runde. Ich hab Katzenhaare im ganzen Gesicht. Das kommt von der Katze. Ja, ich glaube auch. Oh, und der ist so warm. Ja, ich rede von dir. So, ich setze diese Karte hier. Ich spiele Gerfried, den eisernen Ritter. Du bist dran. Hallo Gerfried, den eisernen Ritter. So häufig aber nicht. Doch, heißt er jetzt. Doch, Gerfried, das ist jetzt dein Name. Oh mein Gott. Eine feige Karte. Spiegelkraft. So, angreifen werde ich dich jetzt noch nicht. Oh, willst du nicht? Okay. Aber ich will dich angreifen. Ist ja gemein. Anmutige Würfel, yay! Oh. Sehr schön. Du bist dran. Ob mir diese Karte etwas bringen wird, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Naja, egal. Jetzt ist es zu spät. Die amazonische Schawa-Wertkämpferin. Aber sie wird trotzdem zerstört, wenn sie dich angreift. Das ist wahr. Deshalb mache ich das anders. Du aktivierst die Zauberkarte, ja. Ja. Unschön. Nein, Gerfried. Du lässt dich doch nicht von deiner Frau verprügeln. Aber aufschlitzen vielleicht. Aber er hat eine Rüstung an. Ja, sie kann das. Oh, schade, dass das nicht so rum funktioniert. Ihr Schwert schneidet durch meine Rüstung wie durch Butter. Ich habe immer noch das hier. Ich meine, das ist nicht gut, aber ich habe es immerhin. Ach ja, ich soll vielleicht mal auf Endphase klicken. Ja, wär ganz gut. Ich will nämlich auch irgendwann nochmal was machen. Ja gut, ich kann natürlich auch das machen. Das geht auch. Los, anderer Gerfried. Dieses Mal wirst du gewinnen. Aber du kriegst ja trotzdem Schaden. Ja, die 300. Das ist ja nicht so schlimm. But you still take the damage. Aber das Monster ist weg. Die 300 Schaden, die sind okay. Noch so eine Frau. Diesmal hast du eine Kette. Als ob du die schon wieder hast. Ja, ich habe sie schon wieder. Oh. Das ist ziemlich nervig. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu. Wie kommt das denn nur? Nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal erlebt, diese Situation. Das ist aber merkwürdig. Joey, streng dich ein bisschen an. Gib mir eine gute Karte. Das ist eine sehr gute Karte, tatsächlich. Sei Zauberer! Wird geopfert. Oh. Für den Flammenschwertkämpfer!
Ich hoffe, du kommst nicht durch. Ich hoffe, du kommst durch. Weißt du was? Ich weiß nicht, was du auf der Hand hast. Tja. Was Gutes, was Schlechtes? Ach, was soll's, ich versuche es. Ich habe kein Monster auf der Hand. Schön! Ja, ich bin auch. Bitte zurück! Buh, Schiebung! Umtausch! Rückerstattung! Das funktioniert ja gar nicht! Das darf doch hier nicht wahr sein, ich habe zwei Karten, auf die ich nicht beschwören kann! Oh, schön! Egoistin und Spiel... ich meine, wie heißt Egoistin. Die? Spieldrache und Schwestern bestimmt. Das ist übrigens die normale Monsterversion vom Schwertkämpfer, eigentlich ist das eine Fusion. Toll! Ui, toll! Ui, toll! Oh, wird Joey mal gewinnen? Wird er es schaffen? Fahren Sie es in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh's! So. The good serials! It's Yu-Gi-Oh's! Ja, dann würde ich sagen, greifen wir weiter an. Gut, die ist weg und direkter Angriff. Hast du keine amazonischen Feinkarten? Hättest du die doch lieber im Angriff spielen müssen? Echt nicht. Oh, gar keine. Mm-mm. Unlucky. Dann wird es jetzt schwer für dich. Ja, das wird es tatsächlich. Was hast du denn da liegen? Da war ich dir doch nicht. Richtig. Schade. Die unfreundliche Amazone. Ja, die ist unfreundlich. Ah, die Elfenbox ist auch unfreundlich. Ja, es ist aber meine einzige Chance. Du musst ja nicht angreifen. Das ist ja erst in deiner Standby-Fest, musst du sie auf den Friedhof legen. Also dann hättest du theoretisch, du weißt ja nicht, was ich habe. Ich will die jetzt nicht in den Mund legen. Nicht, dass du dich am Ende beschwerst. Ich greife jetzt einfach an. Komm. Okay. Elfenbox! Ich sage Zahl! Verdammt. Okay. Na gut, okay. Gut dann, für mich, würde ich sagen. Dann kein Raketenkrieger. Ah ja, ich möchte gern 500 Lebenspunkte bezahlen. Das ist okay. Ich spiele nach FA. FC nach. Das ist sehr ärgerlich. Das ist jetzt die Frage, kann doch nicht, ob du eine Amazon Schweinkart hast. Kann doch nicht wahr sein, dass Joey gegen Mai gewinnt. Doch, das Mai kann jetzt, wahr sein. Jetzt bitte. Hallo Mai. Keine Feinkarte? Nein. Okay, Flammenschwertkämpfer, beende es! Joey hat einfach gegen Mai gewonnen, nein! Grabräuber, amazonisches Bullshit! Zauber, Ding! Das möchte ich aber nicht. Klar. Denn das annullierst du jetzt. Ja. Ja gut, die Elfenbox habe ich kurz vor der Battle Phase aktiviert, stimmt. Yes! Richtig. Joey hat mal gewonnen. Super. Elfenbox carried. Ja gut, okay, Joeys Deck ist auch nicht so stark, da hilft ihm schon ganz gut. Das ist wahr. Endlich wurde Mai mal im Denkzettel verpasst. Und der Kader springt runter. Perfekt zum Abschluss des Duells, super. Das wird Mai wieder aufholen, keine Sorge. Mai liegt sowieso schon mit 5-2 vorne oder so oder noch weiter. Mai gewinnt ja eh fast alles. Aber dieses Mal nicht. Ja, das wundert mich voll gegen Joey. Ja gut, lief halt relativ gut tatsächlich. Aber es war ja ein 2-1. Na gut. Dann schreibt in die Kommentare, wer sich gegen wen duellieren soll. Und ja, oben rechts seht ihr auch noch eine Abstimmung, wo ihr am Anfang sagen könnt, hey, wer wird das Duell gewinnen? Ja, das mache ich jetzt. Bin gespannt, was ihr wohl gedacht habt. Das finde ich ziemlich unfair. Bei den Character Battles sagen die meisten immer, Paul gewinnt. Das ist nicht nett. Dann bis dann, tschüss. Tschüss.